Wir sind wieder zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity, Dead Kings und wir begeben uns jetzt zur nächsten Hauptmission. Da bin ich ja eigentlich in der letzten Folge schon hingelaufen. Aber naja, ihr wisst ja, wie das so ist. Wenn man keine Sessionpause macht, dann wird man immer woanders gespawnt. Quasi immer wieder am Spawnpunkt sozusagen. Und nun ja, ich würde mal sagen, wir dackeln da direkt mal hin. Das ist ja eigentlich gleich um die Ecke. Da musst du nicht wirklich weit laufen. Hör mal. Klettern wir hier einmal übers Dächlein klettern wir. Ach, wir genießen mal ein bisschen die Schönheit dieses Spiels. Guckt euch das mal an hier. Na gut, so schön ist es gar nicht. Ist ein bisschen neblig, ne? Naja, aber trotzdem, ich mag die Wetterstimmung bei Assassin's Creed. Die verschiedenen Wettereffekte, es ist immer wieder ein Traum. So, Freunde. Hallo, die Dame. So, Sequenz 13, Erinnerung 2. Der Bücherdieb. 15.000 Livre kriegen wir als Belohnung. Und Leon, den Dieb von Condorcets. Ach, ihr wisst schon, wie er heißt. Das von dem Manuskript finden. Und wir kriegen als Belohnung die Guillotine-Flinte. Das klingt irgendwie einladend. Bonjour. Wohnt Leon vielleicht hier? Ist nicht da. Er war seit Tagen nicht mehr hier. Lasst uns in Frieden. Wurde er schon wieder verhaftet? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt viele, die ihm die Hände abhacken wollen. Er ist ein gemeiner Dieb, der Junge. Er kann mir helfen. Er ist gestern zur Windmühle gegangen. Das ist alles, was ich weiß. Sagt ihm meinen Namen. Madame Margot. Merci. Bitte. Schickt ihn nach Hause. Also dann, wir haben zwei Anhaltspunkte. Einmal Madame Margot. Das ist die junge Dame, die wir mit involvieren sollen und wir sollen die Windmühle untersuchen. Was habt ihr denn bitte für Probleme? Kommt mal runter. Wobei, da ist bestimmt eine Kiste, ne? Ne, wobei auf der Karte wird mir keine Kiste angezeigt, also denke ich, dass da auch keine ist. Naja, jedenfalls sollen wir die Windmühle untersuchen und da ist der gute Leon vielleicht. Das gehen wir doch direkt mal checken. Während wir hier durch die viel belaufenen Straßen von Saint-Denis tuckern. Irgendwie sind die Lichteffekte hier so geil. Guck mal, dieses Rot jetzt, dieses Rötliche, oder ist es so Morgen? Morgensonne, es sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ich mag die, ja, habe ich ja schon mal gesagt, vorhin die Wettereffekte in diesem Spiel. Das sieht immer so gemütlich aus, hör mal. Hallo. Wie sie einen immer gleich anpeilen und anteasen. Das wäre mal ein Wunder, was verbrochen hätte. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Ich bin ein friedlebender Bürger. Sagte er und schubste den Typen auf die Seite. Hallo. So, da vorne ist ein Händler. Brauchen wir irgendwas? Oh, jetzt habe ich mich wieder verkleidet. Tolle Wurst. Mal checken gerade. Also wir haben noch zwei Medizin. Ja, das muss reichen. Muss ich mich im Kampf halt ein bisschen anstrengen. Aber die zwei Medizin müssen reichen. Das geht nicht anders. Thomas Anders. So, jetzt müssen wir nach Leon suchen. Das machen wir natürlich mit unserem Adlerauge aktiviert, beziehungsweise... Warte mal, gehen wir hier hoch. Ich schätze, wenn wir da eh hier oben sein... Da ist ein Eindringling in den Tunnel. Bitte was? Okay, wir müssen untergründig werden. Leon ist scheinbar in die Tunnel unterirdisch geflüchtet. Da gehen wir direkt mal hin. Warte. Da ist irgendwo ein Eingang. Hui. Boah, ich mag das, dass das so düster und unterirdisch alles ist. Das ist so geil. Zack. Boah, cool, ein Steinbruch. Wir betreten jetzt also einen Steinbruch. Wir sollen uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen, okay. Boah, ich mag das. Ich mag diese Untergründigkeit in diesem Game. Also jetzt bei Dead Kings. Gab es viel zu wenig bei Unity. Psst, leise Kritik. Okay, hier müssen wir vorsichtig sein. Hier sollen wir hin? Okay, wir haben scheinbar jemand gefunden.
Jetzt ist sie mein. Hey! Dieser Kleinkram ist kein Blut wert! Wenn wir die Tür finden, schwimmen wir in Geld! An die Arbeit! Da rammt er ihm wegen so einer verschissenen Krone, die eh nichts wert ist, so eine Spitzhacke in den Rücken. Ist er bescheuert? Die Plünderer sind in die unterirdischen Anlagen eingedrungen und suchen nach mysteriösen Artefakten und allem, was sich sonst noch stehlen lässt. Einzeln sind sie schwach, doch als Gruppe äußerst tödlich. Wie viele sind da unten denn? Oh. Doch ein paar. Scheiße. Wie sollen wir die denn töten, bitte? Wir können die ja gar nicht. Ja doch, wir könnten außen rum gehen. Aber das wäre nur halb so lustig. Bams. Okay, einen haben wir schon mal. Da ist sogar eine Kiste, die wir plündern können. Wenn da nur halb so viel drin ist, wie in den Kisten, die wir in der ersten Mission gesammelt haben, dann freue ich mich schon. Mörserbomben voll. Und? 5000, yo. Yo, what's up, man? Ich weiß nicht, bringt uns das was, die Plünderer da unten zu töten? Ich glaube nicht, ne? Außer vielleicht die Kiste halt da hinten, aber ach, naja, mein Gott. Ich denke, an der Kiste werden wir nicht mega reich werden. Wobei, wir können die Plünderer ja... Boah, hab ich gar nicht gesehen. Wir werden die Plünderer einfach töten. Sobald wir nicht mehr in der Mission sind, sozusagen. So, wo läuft der jetzt hin? Dann könnten wir uns den nämlich doch noch holen. Hätten wir schon mal einer weniger, siehste? Wäre das nicht toll? Scheiße! Pisser! Na gut, ganz ehrlich... Verdammt! Gut, ganz ehrlich, dann ist es mir jetzt auch egal. Dann töten wir die jetzt einfach. Ganz ehrlich. Jetzt ist eh egal. Können wir auch gleich die Kiste mitnehmen. Und die Herrschaft ein bisschen plündern. Huch. So flüchte doch nicht, mein kleiner Freund. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Oh, Kork. Wenn wir uns noch ein EN kaufen, können wir einen Korken machen. Tobi, du bist zu lustig. Cool, wir haben Medizin gefunden. Jo. Fett. Huch. Was denn? Nicht wischen. Chill mal dein Gesicht, Junge. Zack. Boah. Diese übertriebenen Todesszenen immer. Mag ich nicht. Das ist mir zu brutal. Ich spiele hier nur Donald Duck. Habe ich schon oft überlegt, ob ich einen letzten Test zu machen soll. Werde ich auch irgendwann noch machen. Zu diesem DuckTales Remastered. Das habe ich schon so lange auf Steam und habe so lange keinen letzten Test drüber gemacht. Von daher irgendwann, Freunde. Immer. Irgendwann wird es dazu kommen. Mal gucken, wann. So, jetzt müssen wir erstmal hier weiter durch die Gegend pesen. Sag mir nicht, dass du an die Geistergeschichte. Ach du Scheiße, sind das viele. Warte mal, da sind nur zwei. Wie viel hast du davor bitte getrunken, hä? Zack. Okay. Das sind schon mal zwei weniger. Bam. Sehr gut. Das klappt doch gut. Ich meine, wir können die jetzt eh töten. Wir sind ja eh schon in den Kampf verwickelt gewesen. Von daher ist es ja scheißegal. Tobi hat's ja eh schon verkackt. So, was haben wir da vorne? Oh, 1500 wieder. Alter, man kriegt so viel Geld bei dem DLC, ne? Das ist krass. So, pass auf. Eine Berserkerklinge. Zack. So, der eine kämpft da hinten noch. Ja, das mit den Sounds funktioniert echt super gerade. Pam. Die halten ja auch nichts aus, ne? Ja, Jesse, komm her. Ich bin bereit.
Ich bin breit. Was? So. Dann plündern wir die netten Herrschaften noch ein bisschen. Kirschbomben. Ja, was will ich noch mit Kirschbomben? Ist da nix? Das breit alles nicht. Soll ich damit machen? Ein Federkiel. Eine Feder aus Kiel. Immer wieder gern gesehen. So. Hier noch in die Kiste. Das ist auch wieder eine Zweierkiste. Fettkrosse Nummer, Alter. Zack. Oh, das war knapp, aber wir haben es immer noch geschafft. Sehr gut. Das ist wunderschön. Und wieder 10.000. Ey, das ist Wahnsinn. Ohne Scheiß. Das ist so krass. Wie viel Money wir hier machen, Alter. Ja, unsere Bitch ist ja leider nicht mehr. Die gute Elise. Die hat's ja vercheckt. Nein, die ist ja gestorben am Ende von AC. Unity. Und, aber mit dem Geld, ne? Kriegen wir noch 1000 andere Bitches. Was alles schön und gut ist, aber wie komme ich jetzt da hoch? Vielleicht hier. Wie sieht's aus? Nee, oder? Kommen wir vielleicht von hier? Nee, das klappt auch nicht. Da kommen wir ja nicht mal rum. Außer wir könnten uns vielleicht... Nein? Kann man sich nicht hier umdrehen? Hm. Dass er den Balken nicht von der anderen Seite klappen kann, ne? Das wundert mich. Hier hochklettern können wir sowieso nicht. Hey, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Zum Teufel noch einmal. Ah ja, okay. Also dann, wir hätten ja sowieso an dem Typen vorbeigemusst. Da frage ich mich, wie hätte ich denn das ohne Kampf schaffen sollen? Gut, vielleicht mit einer Rauchbombe. Ja gut, eine Rauchbombe hätte das jetzt klappen können. Naja. Was willst du machen, ne? Oh, eine Zwischensequenz. Hast du je einen Reden hören? Gesandte von Gott waren das. Goldfäden liefen von ihren gesegneten Schößen in heilige Nachttöpfe. Und dann? Rubine quollen aus ihren Hälsen und regneten auf Frankreich nieder. Jetzt können selbst Männer von niederster Abstammung bis zu den höchsten Gipfeln des Olymp aufsteigen. Lass mich los, Kunar! Ist das dein Wunsch, kleiner Mann? Aufstieg? Ich sehe in dir Ambition. Du bist wie ich. Los. Mein Kommandant. Habt ihr Fortschritte gemacht? Nur dies. Findet mir die Tür zu diesem Schlüssel. Und ich belohne euch wie in euren kühnsten Träumen. Was befindet sich hinter der Tür? Ist das unser... kleiner Eindringling? Wen nennst du hier klein? Ich bin schon fast so groß wie... Du musst noch lernen, was Diplomatie bedeutet. Rose, bringt ihr den Jungen an die Oberfläche? Natürlich, Kommandant. Tötet ihn. Was? Nein! Lass mich gehen! Das werden wir verhindern. So viel steht fest. Mach du. Er ist nur ein Kind. Ich hab selbst Kinder. Der Geist des Königs. So viel zu meinem Überraschungsmoment. Oh. Na, ganz toll. Lauf für den Tod. Ihr werdet den Jungen nicht töten. So viel steht fest. Ihr Pisser. Bams. Sehr schön. Muss ich den jetzt retten? Ich möchte gerne die Kisten erst aufmachen. Ich bin da ein bisschen geizig gerade. Sorry, Leon, aber du musst ein Momentchen warten. Ich muss erst die Kisten hier knacken. Kleinen Moment. Ja, die Kamera kann mich da jetzt auch hinziehen, wie sie will. Ist mir egal. I make the Kiste first. So, 5000. Jetzt haben wir da hinten noch eine Kiste. Die möchte ich jetzt auch erst gerne noch machen. Da hinten ist sie. Da oben auf diesem wunderschönen Abhang. Entfernung zum Ziel verringern. Ich möchte die Kiste hier nur machen. Mein Gott. Ich rette den kleinen Bengel schon gleich. Nein, verdammt. Fuck.
Also weil ich mich jetzt unter Druck gesetzt fühle. Da kann ich nicht. So. Und so. Das ist aber eine fette Kiste. Ich glaube, da sind wieder 30.000 drin, ne? Boah. Ah, 34.000. Ah. Dieses Balsam für die Seele. So. Hallo. Bin fort, Geist. Ich bin kein Gespenst. Madame Margot schickt mich. Madame Margot? Du willst mich nur verwirren. Eindringling! Ach, Mann. Hi. Oh, dann holen wir uns erst den Anführer, würde ich sagen. Du gehörst mir. Was? Plünderer, töten Sie den Anführer, um die Plünderer zu verjagen. Okay. Euer Meister ist tot. Halt die Klappe. Ich will mir den aber trotzdem noch holen. Ach, scheiß auf ihn. Lass nur ihn gehen, es ist Strafe genug weiterzuleben. Er hat keine Freunde mehr, keine Partner mehr, mit denen er plündern kann. Und der Anführer wird jetzt von Ratten gefressen. Naja. Pech gehabt, würde ich da mal behaupten. So, jetzt aber endlich mal zum guten Leon. Helfen wir dem kleinen Jungen doch endlich mal. Hallo. Wow. Na, noch immer verwirrt? Los, verstecken wir uns. Was? Erstmal kommst du da raus, Bursche. Nicht so schnell. Ich suche nach einem Manuskript. Es wurde aus einer Gruft unter Saint-Denis geraubt. Ich hab es. Es ist in meiner Festung. Wir können es später holen. Wie hast du das gemacht? Du bist der beste Kämpfer, den ich kenne. Das ist etwas übertrieben. Wo hast du es gelernt? In Paris. Wow. Ich trainiere hinter unserem Haus. Aber ich habe niemanden, mit dem ich üben kann. Alle Freiheitskämpfer sind in Paris, so wie du. Was ist mit deiner Mutter? Madame Margot? Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist eine Maurin. Sie musste nach Spanien zurück, darum hat sie mich ins Waisenhaus gebracht. Sie kommt bestimmt zurück, sobald Frankreich wieder sicher ist. Hier rein, komm! Der Junge hat also eine eigene Festung? Was ist los mit dem? Nicht mal wir als Paris-Retter haben eine eigene Festung. Werden wir ein paar Waffen brauchen. Überlass das lieber mal dem Fachmann. Wo hast du das her? Hab ich gestern zwei Plünderern stibitzt. Und versteckt. Eine vorzügliche Waffe. Ja, schon klar. Ich weiß, was ich tue. Und zwar? Ich rette Frankreich. Und zusammen mit dir wird es noch viel einfacher. Hör mal. Was? Wir müssen erst das Manuskript holen. Um es vor den Feinden Frankreichs zu schützen. Oh, na klar. Dann müssen wir wohl hier raus. Naja, schlecht wär's nicht, kleiner Mann. Guillotinenflinte. Die Guillotinenflinte ist ein mächtiges Zerstörungswerkzeug. Sie kann sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf genutzt werden. Boah. Mega das Teil. Junger Mann? Wo... Ist er hier runter? Ah ja. Okay. Hey, komm mal her, ich bin frei. Pack ihn. Und ich und das Motorrad wird euch belohnt. Schnapp euch die kleine Latte. Gute Arbeit. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Mit dem Mörser schießen. Um die Guillotinenflinte als Mörser zu verwenden, halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie R2 zum Zielen. Lassen Sie R2 los, um zu feuern. Okay, L1 drücken. Na komm, schieß! Boah! Alter! Hi! Na? Alter, wie das Ding zwiebelt! Komm zurück! Naja, ich bin doch noch da. Alles easy. Hi! Alter! Das ist voll das Zerstörungswerkzeug. Hey! Ihr fresst den. Lebt er noch? Ne, er lebt nicht mehr. Alter, die Guillotinenflinte ist krass. Boah, ist die krass. Das ist voll das Gerät, ohne Scheiß. Das ist nicht mehr zweideutig gemeint. Ich meine das wirklich so. Ich mache mal das HUD gerade wieder an. So.
Nur um etwaige Kisten nicht zu verpeilen und. So, wir folgen weiterhin Leon. Ui, da unten sind immer noch ganz schön viele. Mein Schwert wird da. Ich glaube nicht, dass ich sterben werde. Na, das wollen wir mal sehen. Ich glaube schon, dass ich lebend rauskomme. Bist du langsam, Kollege? Checkst das nicht? Ach Mann, der Arme. Komm, wir erlösen ihn. In seinem Leid. Was war denn das? Was zum Teufel? Dann schenk mir dein Herz und deine Reichtümer. Moment. Ist der wirklich? Ah, gut. Es gibt noch genug andere Hühnchen zu rupfen. Ich brauche eine Hure. Oh, überall! Wo kam dieser Schuss her? Oh, pass auf. Wirklich seltsam. Das war direkt vor dir. Ich war direkt hinter dir. Er ist wohl gerade davon Wir kriegen ihn doch eh sowieso alle down hier. Komm. Erstmal den Anführer. Komm. Ein Schlag dem Anführer und er ist tot. Noch ein Eindringling. Alter. Jetzt aber. So, wo ist eure große Fresse jetzt, hm? Dich hole ich mir noch. So. Na, wo bleibt er denn? Wo ist eure große Fresse jetzt, hm? Wie sie echt schon voll down of life sind, wenn ihre Anführer tot sind. Voll krass. Naja, gut, wir plündern. Hol uns noch die Kiste, die da unten steht. Oder steht die zu weit unten? Nö, guck mal, das geht. Wir müssen eh hier runter. Machen wir das lecker Kistchen auf. Und dann holen wir uns noch die... Mörserbomben voll. Wie viel Geld? Reichlich. 1500, das ist krass. Hallo. Wow, du bist besser als alle Geschichten. Die Geschichten sind ja auch nicht wahr. So, wir öffnen das Tor. Da geht's lang. Glaube ich. Und machen uns alles im Staub. Alter, was für eine mega krasse Untergrundwelt das hier ist. Voll übel. Sieht aus wie die Untergrundbasis der Banditen irgendwie, der Plünderer. Naja, und wo uns Leon hinführt, das werden wir erfahren, Freunde. In der nächsten Folge von Assassin's Creed Unity, Dead Kings. Bis dahin. Cheers!